Freunde, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Mittlerweile schon die sechste Folge. Hey, John Marston, hallo. Guck mal, dem geht's wieder besser, der kann wieder laufen. Sehr cool. Und im Hintergrund in dem Zelt liegt Reverend Swanson. Unter anderem ihn haben wir in der letzten Folge gerettet. Genauso wie eine junge Dame, die unter einem Pferd lag. Wir haben einen Schatz nicht gefunden. Dafür haben wir die Schatzkarte, die Hälfte, und eine andere Schatzkarte. Und wir haben den Trapper aufgesucht, bei dem wir aber noch nicht wirklich was werten konnten. Mensch, Dutch, ich erzähl hier, was laberst du denn da? Erzählst du es mir? Tatsächlich. Aha. Okay. Ich soll mir einen Job bei Strauss holen. Weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Wir gucken erstmal. Kann ich mit John Marston sprechen? Wir waren ja irgendwie... Oh, hier, guck mal. Wo ist er? Arthur. How you feel? A little better. Well, glad you're on the man. Okay. Gutes Gespräch. Gutes Gespräch, mein Freund. Nice. Warte mal, der war doch eben noch angezogen. Jetzt ist er ausgezogen. Hey. Hey. What is it? Der will schon wieder Stress. Don't worry. It can wait. I need to sleep this off. Ja, dann schlaf dich mal aus, Reverend. Alles gut. Ah. Gut. Ah, guck mal, wir können wieder Holz hacken. Das machen wir mal eben. Das hat uns ja weit vorangebracht hier. Wie sie da alle gemütlich sitzen. Cool. Ich kann kein Holz hacken. Geht hier eine Sequenz an? Nee. Wieso kann ich kein Holz hacken? Weil ich es schon gemacht habe? Evening, Arthur. Hi. Mary Beth. Hi. Finding out about that train. Thank you. It was fun. Ja, war absolut fun. Ja, ja. Okay, well, let's talk more later. Wir reden später nochmal. Sicher, sicher. Okay. Okay, hier können wir, glaube ich, können wir hier irgendwas machen? Ach so, das ist der Tisch von Strauss, aber der sitzt gerade woanders. Denn es dämmert schon wieder. Jut, 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 jut. Dann gucken wir mal auf die Karte. Mit wem können wir hier was anstellen? Das wäre Strauss. Hier ist Hosea, der möchte auch mit mir sprechen. Und da haben wir Kieran, unseren Gefangenen. Das sind so die nächstliegenden Sachen. Und hier oben können wir noch Kopfgeldjagd starten. Das ist auch ganz interessant. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Hosea. Mal gucken, was der hat. Sitzt der denn dann noch? Ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Oh, guck mal, hier ist Essen. Wenn es schon Essen umsonst gibt, dann schlage ich zu. Hi, Mary Beth. Hi. Hau ordentlich rein, du. Hau ordentlich rein. Ich habe ja ein bisschen was mitgebracht gehabt, ne? Wieso komme ich denn da nicht ran? Ach so, habe ich vielleicht, weil ich es Hut aus habe? Kann das sein? Ja, Mensch, da hätte ich vielleicht doch Holz hacken können. Good evening. Ja, good evening. Good evening. Oh, ich kann grüßen. How are you? Covered from that business in the hotel? Oh, yeah. So we gonna hit that bank I told you about? We'll see. Boah, gierig. Gierig. Wenn du zu viel isst, nimmst du zu. Isst du nicht regelmäßig, verlierst okay, du an Gewicht. Later, dein Gewicht beeinflusst, wie schnell du Ausdauer verlierst und wie viel Schaden du erleiden kannst. Guck an. Also sollte ich nicht zu häufig reinhauen. So, das ist mein aktuelles Pferd. Mit den anderen müsste ich zum Stall. Die kann ich nämlich verkaufen, dann verdienen wir Geld. Aber wir gucken jetzt erstmal hier bei Hosea, was der uns... Der will mit uns auf die Jagd. Okay, Jagd ist gut. Ja, du darfst darauf speichern. Das ist in Ordnung. Ich habe doch einmal schon gespeichert. Gut, gehen wir auf die Jagd. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. Klingt groß. You need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River.
Might take a day or two. I could do with a break. Ein oder zwei Tage. Me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. Mm-hmm. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. Ah, we'll unload him. You can buy cool. yourself a new horse. Put your saddle on him. Let's get going. Ich hätte noch auch noch ein paar Pferde zum Mitnehmen. Wo sind die denn? Jetzt sind die Pferde weg. Okay. Um dein Pferd anzuschauen. Warum soll ich mein Pferd anschauen? Möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach aufsteigen. Aufsteigen, bitte. Hallo? Er steigt nicht auf. Ich kann nicht aufsitzen. Warum? Okay, H, um den Sattel abzunehmen. Ah! Guck mal! Mit H! Achso, und jetzt den verkaufen. Ah, aufsatteln. Guck mal, ich hätte doch meine Pferde abändern können. Okay, weil ich habe ja auch so einen hier. Boah, der ist so schön groß. Bitte keine Kneipenschlägerei. Nee, ich habe auch gar keinen Bock auf Kneipenschlägerei. Was sind dein Hauptpferd? Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. I remember now. Zufällig weiß ich, wo wir ein richtig gutes Pferd kriegen können. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Mal gucken, ob wir das eingefangen haben. And Davy was passed out so cold, we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. Ja, Mensch. Wo willst du lang? Hier? Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's Lenny like und Jenny. Arthur and Martha, or Bill and Phil. Okay. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit. Oh, see, I'm almost lustig. Nonsense. Warte mal, ich dachte, wir laufen zusammen, wenn. Ja. I hope so. Das ist richtig. You found a way to offload those Cornwall bars yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. Steht der denn da im Weg? Müssen wir jetzt lang? Was für einen Weg nimmst du denn? Achso, hier hinten rum. Okay, also. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's alright. Ruhig, Rosa. Ruhig. Morning. Achso, ich kann nicht mit denen reden, während ich hier im Gespräch mit Hosea bin. Na gut. Ja, jetzt ist doch auf. Sehr gut. Bring das Pferd in den Stall. Ist tatsächlich ein Riesenvieh. Okay. Ein Krämerladen. Okay. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Kannst du haben. Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Und ich hab noch Otherwise, eins. I can always stable him here for you. Here, take a look. So, was haben wir denn?
Das ist das Shire. $65 kriegen wir dafür. Dann verkaufen wir das safe, weil wir haben ja sonst noch ein Pferd im Lager. 284 haben wir jetzt. Morgan. Habe ich das oder kann ich es kaufen? Achso, wir sind bei Pferde kaufen. Okay. Ein American Standard Bred für 150. Das ist das Einzige, was wir uns noch leisten können hier, oder was? Oh, hat aber bessere Werte als die anderen. Niederländisches Warmblut für 450. Oh, gibt auch noch eine Info dazu. Typ Arbeitspferd, Braunschimmel männlich. Was ist hier denn der Unterschied? Ach so, das hat bessere Werte unten hier bei Energie und Leben. Was mit englischem Vollblut? Oh, das ist gratis? Ah, ich weiß, warum das gratis ist. Das habe ich mit dazu bekommen zum Early Access oder was auch immer ich damals gekauft habe. Das ist wie mit den Waffen eingangs. Aber dann nehme ich doch hier den Ardenner, oder? Guck mal, er hat noch bessere Werte. Ein Eisenschimmel, männlich, ist ein Streitross. Da, okay, das hier ist ein Rennpferd wiederum. Oh nee, das nehme ich nicht. Guck mal. Streitross hat halt keine Geschwindigkeit. Englisches Vollblut hingegen ist renntauglich. Dafür nicht so viel Energie und Leben. Aber dann nehmen wir das. Und sparen Geld. Meine Pferde heißen eigentlich immer sowas wie das hier. Herr Pferd. So, das ist Herr Pferd. Pferde im Besitz verwalten. Das wollen wir auch machen. Ich habe jetzt gerade keine hier. Ach, die muss ich alle erst in den Stall bringen, richtig. Okay, dann bringen wir die anderen drei, die wir jetzt mittlerweile rumstehen haben, demnächst mal her. Pferdezubehör und Dienste. Ausrüstung. Sättel. Ich brauche erstmal sowas wie ein Striegel brauche ich auf jeden Fall. Wo finde ich den? Also Apfel. Wir kaufen erstmal, bis nichts mehr geht, Zeugs, womit wir das Pferd füttern können. Damit es immer gut versorgt ist. Was macht Pfefferminz denn? Weiß man nicht. Pferdestimulanz. Ja, auch kaufen. Starke Pferdestimulanz. Wir haben die Kohle ja. Falls das Pferd mal drauf geht, brauchen wir auch irgendwie noch Pferdeerwecker. Da ist Pferdeerwecker. Der muss sein, zur Sicherheit. Also falls uns das mal umfällt, können wir es damit retten. Okay, das haben wir. Ausrüstung. Satteltaschen, Steigbügel, Hörner, Satteldecken, Schlafdecken. Wo finde ich denn den Striegel? Oder geht das jetzt automatisch? Na, gucken wir mal. Sättel, was haben wir denn hier? Gibt es da eine Info zu? Kann der irgendwas Besonderes dann? Wähle einen Satteltyp. Ich hab doch keine Ahnung. Vorbestellte Sättel. Muss ja auch ein bisschen zum Pferd passen, optisch, ne? Ist jetzt ein Rennpferd, also darf es eigentlich nicht so ein Riesensattel sein. Den hier finde ich gar nicht so doof. Den auch nicht. Ist auch relativ dezent hier. Ich würde wohl in so eine Richtung gehen. Standard oder verbessert. Was? Ah, guck mal. Ui. Oh, der kostet $78 verbessert. Was bringt mir das? Info. Kernleerungsrate minus 18%, minus 12 plus 16. Ah, okay. Die haben alle unterschiedliche Werte. Der ist schon mal nicht ganz so cool. Da bin ich eher bei dem hier. Bisher der Stänger. Bleibe beim Stänger. Was kannst du Tolles? Bleibe beim Stänger.
Immer noch. Das kannst du. Ne, ich bleib beim Stänger. Vor allem den Sattel nehme ich ja auch mit, ne? Wenn ich das Pferd wechsle, nehme ich den Sattel mit. Oh! Du besitzt diesen Gegenstand bereits. Oh! Okay, Kernleerungsrate minus 12. Kernleerungsrate minus 12. Verbrauchstempo minus 25. Regenerationsrate plus 12. Das ist mein Sattel. Alles klar, dann nehmen wir doch den, weil der ist ja noch besser als der hier. Außer wir nehmen die verbesserte Version. Aber aktuell besser und umsonst. Auswählen. So, den nehmen wir. Satteltaschen. Bringt uns was? Man weiß es nicht. Farbe. Muss ja irgendwie im ähnlichen Farbton sein, ne? Das passt hier schon am ehesten. Also die haben wir auch dran. Also die Satteltasche habe ich. Verbessert? Keine Ahnung, was mir das bringt. Einfach größer? Ist einfach größer. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht so. Steigbügel gibt es noch nicht. Hörner gibt es nicht. Satteldecken gibt es nicht. Schlafdecke könnte ich noch ändern. Wollschlafdecke gefüttert oder eine Leinenschlafdecke. Ich weiß ja nicht, wo der jagen will. Die hier sieht eigentlich cooler aus, die Wollschlafdecke. Ich habe noch keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Wir nehmen die. Muss auch cool aussehen. Farbtechnisch fällt mir das und das. Die würde auch noch einigermaßen passen. Also, das hier ist jetzt gerade gewählt. Ja, das ist doch gut. Dann nehmen wir das. So. Das war das. Aussehen. Aussehen von unserem Pferd. Die Mähne. Natürlich. Normal. Kurz. Lang. Geflochten. Irokese. Dreadlocks. Was für eine Frage. Es wird der Irokese. Ah, wir können sogar die Farbe ändern. Hier, das passt zum Pferd. Ah, das auch. Das soll schon auffällig sein. Für $4,50. Oh, guck mal, den habe ich gar nicht gesehen. Hier sind noch mehr. Das hört ja gar nicht auf. Wie viel gibt's hier? Okay, wird von dunkel zu weiß oder von weiß zu dunkel? Nee, von dunkel zu weiß ist, glaube ich, ganz cool. So rum. Den nehmen wir für $4,50. Der Schweif. Natürlich. Normal. Kurz. Lang. Lochten. Oder Dreadlocks. Normal oder kurz, würde ich sagen. Ja, weil bei natürlich können wir die Farbe nicht wirklich ändern. Und die muss jetzt natürlich passen, ne? Gehen wir auf normal für $2,50. Und dann war die Farbgebung von dunkel nach weiß. Ich glaube, das hier. Oder das? Oh, Mist, jetzt bin ich... Wo war das hier mit der Mähne? Wir haben... gewählt. Okay, der letzte ist es. Normal. Und den. Kaufen. $2,50. Sehr schön. Pflegeleistung. Pferdepflegepaket. Können wir es für $5 nochmal pflegen? Geht der Wert hoch, wenn ich das richtig sehe? Machen wir. Komm, du hast jetzt so lange im Stall gestanden. Hast du dir verdient? Aber den Striegel habe ich jetzt irgendwie nicht bekommen. Ich hoffe, der ist jetzt automatisch dabei.
got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Wirklich ein schönes Pferd. Und umsonst, vielen Dank. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. Ach, da ist der Striegel. Sehr gut. Ja, Leckerlis habe ich dir doch schon alle abgekauft. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Sauber. Looks like a nice animal you got there. So, erstmal streicheln, dass wir eine Bindung aufbauen. So geht das jetzt nicht. Ah, ich soll erst aufs Pferd steigen. Okay, na gut. Was mache ich denn? Ach so, ich soll ihn rausführen. Ich habe ihn noch hier an der Leine. Guck an. So, aufhören. So, mein Guter. Hallo. Hallo, Herr Pferd. Sehr. Ich muss hier erstmal Hallo sagen jetzt. Dann wollen wir einmal untersuchen. Dann haben wir das auch gemacht. Englisches Vollblut. Dann wollen wir ihn einmal striegeln. Das gefällt dir, ha? Gut. Und dann wollen wir ihn noch einmal füttern. So, mal eine Bindung aufbauen hier. Alright, let's get going. We got quite a... Ja, warte, ich muss mir hier noch einmal... Muss ich mich noch mal eben bewaffnen. So. Oh, ja, oh, 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 da aber um einiges schneller. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Oh, das ist ein ganz großer Unterschied. Oh, zurück in die Berge? Dann hätte ich mich wärmer anziehen müssen. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Oh, schönes neues Pferd. Ich hoffe, wir reiten jetzt nicht in Schnee. Wapiti Reservation? Okay. Emerald Ranch? Und das andere kann ich nicht lesen. Bacchus Bridge oder so? Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Also wir jagen einen Bären. Kerne deines Pferdes sinken mit der Zeit. Füttere dein Pferd, um die Kerne aufzufüllen. Tab gedrückt und dann R, während du neben oder auf deinem Pferd bist, um das Pferderad auszuwählen. Aha. Vorräte, Pferdenahrung. Da kann ich meine Identität. Da ist das Outfit. Kopfbedeckung. Ah. Dann setz doch mal deinen Hut auf. Der hat mir die ganze Zeit gefehlt. Nach Sean fragen. I should really be heading back over the Great Plains to see about Sean. It's bounty hunters who've got him? So Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Look there. Rabbits. Ja, also viele Hasen. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat.
Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted. Okay, haben wir beides. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Okay. Kann ich ihn noch was fragen? Nee, gerade nicht. Jetzt muss ich erst einen Hasen jagen. Also, das Vermind oder aber den Bogen, hat er gesagt, soll ich mir nehmen. Bitteschön. So, wie ist der Duft in die Richtung? Müssen wir mal gucken. Einen Hasen finden. Komm, Hasi, Hasi, Hasi. Hier sind eben so viele Hasen gehoppelt. Da unten sind, glaube ich, ganz viele. Da. Da sind sie. Schauen, wie nah wir rankommen. Was die... Oh, die mich jetzt schon mitbekommen hier. Da! Du Hund. Also nee, du Hase, aber... Halt still. Oh nein! Da ging mir die Energie aus. Oh, wie blöd. War das der Bär? Warte, ich glaube, ich muss mal eben kurz was essen, damit ich wieder fitter bin hier. Ja, hau dir mal so ein Schweinefleisch rein da. Ich nehme gleich doch das Gewehr. Da unten ist er. Da ist er. Und jetzt musst du nur anhalten. Und ich muss schnell genug sein. Okay. Einen haben wir. Brauchen wir nur einen? Das wäre natürlich gut. Wow. Oh Gott. Aufheben. Nicht häuten. Er hat gesagt, aufheben. Begib dich zu Hossea. Alles klar. Ein Eselhase. Er ist ja riesig. Na gut, das reicht für zwei. Das ist okay. Alright. Getting late. Reckon we should camp here. Sure. Okay. Well then you get a set up. Er um zu wechseln. Achso, hier ist das Lager. Was gibt's da noch? Werkzeug. Okay, Crafting Lager. Jetzt konnte ich ihn gar nicht mehr nach Micah fragen. Zu spät gecheckt, dass ich mit ihm reden kann. Das ist doof. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Crafting. Kleinwildfleisch. Alles klar. Wähle das Rezept für Kleinwildfleisch aus. Da haben wir ja hier. Was gibt's noch? Oh, mit Ackerminze, mit Oregano, Sandthymian. Okay, das wäre alles möglich, wenn wir es hätten. So, soll Enter benutzen? Nee. Um zu essen. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Hä, ich habe jetzt den Hasen für mich alleine gefangen. Toll, du hast gesagt, ich soll einen erlegen. Dabei hätte ich es gar nicht gebraucht. Aber okay. Boah, wie viel kam denn da raus? Ein Hase, dreimal Fleisch. Okay, ist gut. Geht noch eins? Krass. Okay, gut. Machen wir, machen wir. Hätte nicht gedacht, dass der so ergiebig ist. Fünf? Das müsste jetzt Runde 5 sein, glaube ich. Jetzt aber Schluss, oder? Ja, jetzt ist Schluss. Alles klar. Koche mehr oder verlasse das Menü. Alright. Well. We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. Okay.
Ja, bis zum Morgen. 7 Stunden. Wer kriegt's hin, 7 Stunden auf dem Boden zu schlafen? Durchschlafen. Obwohl, wenn man richtig kaputt ist, geht das, glaube ich. Morning, Arthur. You ready? Oh, give me a minute. Coffee? Oh. Wie lange ist der denn schon wach? Senile Bettflucht, wa? So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing us up? Fish, berries. Okay. Fish up in und that Beeren. Aha. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains. Starker Raubtierköder. Oder machen wir das mal. Arthur, I was virtually weaned on bear meat. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Bärenfleisch war seine erste Nahrung. Das ist krass. Okay, mehr geht nicht. Come on, grab your stuff, let's go. Brechen wir das Lager ab. Okay, let's go. Hi. Boy. We'll try our luck down by the water. So, da wir hier Richtung Bär unterwegs sind, nehmen wir mal lieber die Schusswaffen. Okay. How's that horse treating you? So far so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Oh, that's your picture. There's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Quiet, you thinking about getting out? Me? No. Of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Ja, wenn die Pläne funktionieren, ne? Chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Okay. Ich würde ihn ja gern noch nach Maika befragen. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Okay. Hier, ne? Well, there's some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Ja. This way. Da hoch. So, die Fährte nicht verlieren. Und auf der Jagd leise sein. Oh ja, das sind keine kleinen Spuren. Wow. Ich will jetzt nicht schneller laufen, aber also in der Mission denke ich, dass man schneller laufen könnte. Aber auf der Jagd. Ich meine, bei einem Bären hilft die Schrotflinte, glaube ich, gar nicht, ne? Braucht man eher andere Bewaffnungen.
half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see. Ja, da hinten ist der nächste Hinweis. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Oh, ein riesiger Haufen Kot. Gut. Ja, darum. Ich weiß ja nicht, ob ich mich mit einem Bären anlegen will. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Ja, Köder, wenn wir schon einen haben. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. Okay. One of those boulders up ahead looks like a good spot for it. In der Nähe der großen Steine. Okay. Ist hier noch Fährte? Nö, nicht. Wo denn? Bis hier endlich? Okay. B-Tasche öffnen. Das sieht doch nach... Jawohl. Raubtierköder benutzen. Now we wait. Ja, auf einmal rennt er. Oh Gott. So, ich nehme mal das hier. In der Hoffnung, dass das so einigermaßen... More or less. Bums hat. Big scar down his face. Kann ich mich hier gegenlehnen? Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Sah sehr gut aus, der Köder. I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Bleib in deinem Bärchen. Echt jetzt? Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Okay. Stimmt, voll die gute Idee, da jetzt hinzugehen zum Köder. Give me a hand here. Das, okay. Ach, herrje. No, it's too close. Fuck, ich hab daneben geschossen. ich sehe nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich doof. Ich hätte das vielleicht anlassen sollen. Deswegen habe ich es nicht gecheckt. Eieiei. Also das hat vielleicht in einer solchen Situation nicht ausmachen. Ich glaube, mir geht's nicht so gut. Oh, was haben wir denn hier? Gesundheitstonika. Stellt deine Gesundheit komplett wieder her. Nö, ja, dann. Hau rein. Oh. Vielleicht noch einen kleinen Happen essen. Jawohl. Wo bist du denn? Ah, hier. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Du hast mich ja schön im Stich gelassen, mein Freund. Wär fast draufgegangen. Alter Schwede.
You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Ah, die großen Animals. Alles klar. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. Und mit denen kann man dann nämlich zum Trapper und sich daraus Sachen machen lassen. Lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well. Ja, was für eine Frage. You coming or not? Der hat mich angegriffen. I'll see you back at camp. Yep. Na dann, geh mal, mein Freund. Geh mal gucken, ob wir den finden. Er müsste ja theoretisch verwundet sein. Tritt ab mit gesenktem Haupt. Stehen neue Pferde in den Ställen von Valentine, Scarlet Meadows und Strawberry zum Verkauf. So, muss ich laden oder haben wir geladen? Ich glaube, wir haben geladen. Hier ist mein Hut. So, und ich gehe auf Schrotflinte. In der Hoffnung, dass mir das hilft. Untersuchen. Ja. Untersuchen die zerbrochenen Zweige. Okay, bis da hinten. Komm, Bärchen, Bärchen, Bärchen. Das war ein Zug. Ich habe einen Zug erschossen. So ein bisschen hinter der Deckung bleiben vielleicht. Muss ich so langsam laufen oder... Ich weiß es nicht. Also auf einer normalen Jagd würde ich jetzt die Tiere verscheuchen, aber... Schon wieder so ein riesiger Haufen. Okay. Okay, Energie ist gut aufgeladen. Können wir da noch irgendwas machen für Energie? Was bringt mehr Energie? Oh, habe ich hier vielleicht was? Ausdauertonika? Spezialmagenbitter? Nimm mal die Waffe ruhig wieder in die Hand. Da hinten ist er, oder? Das ist er. Ja, das ist er. Wir haben dich, mein Freund. Wir haben dich. Jetzt bin ich in Schussweite. Ist die Frage. Kommt der mir zu nah? Wuhu! Okay, das war knapp. Ah, du hast ein legendäres Tier erlegt. Verkaufe die Haut an den Trapper. Dieser kann daraus ein einzigartiges Outfit herstellen. Eieieiei. Mein Freund. Oh. Ich frage mich, ob das mit dem anderen Gewehr besser gewesen wäre. Boah, der ist riesig. Oh mein Gott. Tut mir natürlich auch leid, aber... Er hätte mich sonst umgenietet. Okay, gab sogar Fleisch, gab Blauen, Tierfett, alles da. Kann ich mein Pferd rufen? Kennt mich das schon gut genug, dass ich es rufen kann? Pferdchen. Jawohl, da kommt's. Perfekt. Du kannst nicht alle Teile dieses Tieres einsammeln, da du keinen Platz mehr dafür hast. Öffne deine Tasche und schaffe Platz, indem du leer gedrückt hältst und nicht benötigte Gegenstände wegwirfst. Es macht ja keinen Sinn, jetzt Gegenstände wegzuwerfen. Guck mal.
Wow. Braves Pferd. Come on, boy. So, wir beruhigen dich erstmal, weil da liegt ein Bär. Jawohl. Zuneigung verbessert. Du musst erst deine Verbundenheit mit einem neuen Pferd aufbauen, bevor es zusätzliche Aktionen ausführen kann. Mhm. Kriegen wir hin. Immer schön loben zwischendurch. Jawohl, guck mal, da geht's schon hoch. So, wo sind wir hier eigentlich? Mal kurz auf der Karte abchecken. Da oben. Den Königsbären erlegt. Und wir wollen jetzt zum Trapper. Okay, den Weg wieder runter. Darum, irgendwo hier war, da ist eine Hütte, glaube ich. Hüt. Wichtig ist jetzt, dass wir das Bärenfell auf gar keinen Fall verlieren. Das wäre ärgerlich. Vielleicht sollte ich mal zwischenspeichern. Kann nicht schaden, ne? So, den da. Ja, ich will gar nicht zu schnell, mein Freund. Ich muss hier irgendwie durch. Ah, da ist der Weg. Da ist die Hütte. Immer mal mit dem Pferdchen reden. Hier geht bestimmt auch was. Muss ich mir merken. Oh, den kann ich gleich wieder grüßen. Hört. Ich reite hier, genau wie sie. Was ist das Problem? Auch noch andere, die hier lang wollen. Meine Güte. Unangenehmer Zeitgenosse. Er da? Kann ich mit dem reden? Grüßen. Hey, need a hand there? Hey, careful how you go. Can't you see I'm tracking game here? Okay. Okay, sure. Good luck. Gut, ich dachte, das wäre wieder irgendwie einer, der Hilfe braucht, aber. Doch, warte mal, der blinkt doch da. Irgendwas geht hier doch. Oh Gott. Komm, wir gehen mal gucken. Habe ich meine Waffen dabei? Ja. Oh! Oh mein Gott! Lass ihn los! Lass ihn los! Lass ihn los! Hat er überlebt? Der hat auch einen Bären gejagt. Er hat wohl nicht überlebt. Mist. Habe ich so schlecht geschossen? Ich wollte den gar nicht aufheben. Ich habe doch nicht so schlecht geschossen, oder? Oh Mann, ärgerlich. Raubtierköder. Ja toll, den Bären jetzt zu... Okay, das war jetzt eine böse Tat. Mein Pferd ist abgehauen. Den Bären jetzt zu häuten macht keinen Sinn, weil... untersuchen. Was bist du für eins? Morgan. Könnten wir mitnehmen? Kann ich mein Pferd rufen? Ach, da hinten. Weil wir haben ja jetzt... Wobei, das kann ich auf das Morgen packen. Und vielleicht kann ich das Morgen mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Müsste ich als mein Pferd erstmal hier... irgendwie hinbekommen, glaube ich.
Das heißt, warte, mein Pferd kann ich hinterherlaufen lassen. Ja, das ist gut. Ja, mein Pferd kann folgen und wir nehmen das Morgan und dann kriegen wir doch das Bärenfell hier mit. Das ist doch super. Bär. Häuten. Oh Gott. Sollst den häuten. Der hätte uns auch attackiert, wenn wir jetzt nicht eingeschritten wären. So in die Böse, in die Hose gehen können. So. Ein Grizzlybär. Mal gucken, ob das klappt. Verstauen. Perfekt. Aufsteigen. Beruhigen. Und mein Pferd folgt uns. Ja! Sauber. Na denn. Bist du dran, Pferdchen? Wo ist mein Pferd? Da hinten. So, da ist der wichtige Bär drauf. Auf keinen Fall mein Pferd verlieren. Ab zum Trapper ohne Umweg. Grüßen. Ich wollte eigentlich grüßen, aber okay, es hat nicht geklappt. Kann man nichts machen. Aber schön, dass mein Pferd schon hinterherkommt, obwohl wir noch gar nicht so lange zusammen sind hier. Haben wir quasi schon 4 Pferde. Bei dem Shire war ich am Überlegen, ob ich das nicht behalte, aber englisches Vollblut ist natürlich nochmal eine andere Nummer, ne? Oh Gott! Das arme Eichhörnchen. Das wollte ich nicht. Ich will ja nur jagen, wenn ich es wirklich nötig habe, aber da waren auch viele Hasen und Eichhörnchen, da konnte man ja gar nicht dran vorbei. Hier ist noch ein anderer Trapper. Guck mal. Moin, 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 moin. Hallo. Mal gucken, ob ich das hier so vom Pferdehintern aus verkaufen kann alles. Dachchen, ich möchte gern verkaufen. Also ich muss es ihm verkaufen, damit er mir was draus basteln kann. So, da haben wir den legendären Bären. Das bringt schon mal 60 Dollar. Da haben wir einen schlechten Bären. Der bringt 3,75 Dollar. Die Bärenklaue. Eine von 5. Ob der da auch was draus machen kann? Verkaufen die mal mit. So. Achso, das hier ist alles nur Verkauf. Also einmal raus. Mhm. Kaufen. All made to measure. Das hier sind die... Ich glaube, das hier sind die Outfits von den legendären Tieren. Geh doch mal runter da. So, Waffenexperte? Nein. Bandit? Nein. Glücksspieler? Nein. Meisterjäger? Nein. Okay, das waren hier nicht die Outfits. Deckerholster. Okay, das hatten wir alles beim letzten Mal schon. Bärenjäger. Oh, das sieht doch nach unserem Bären aus. Hier, Mütze, legendärer Bär. Mantel kann man aus dem legendären Bären machen. Man braucht noch ein perfektes Bisonfell dazu. Man kann Lederstiefel machen. Mit Bullenhaut. Oder Reithandschuhe. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob... Oder das ganze Outfit. Scheinbar. Die Mütze würde jetzt schon gehen. Ich weiß nicht, ob das dann weg ist. Einmal Fell eines legendären Bären. Die 3 heißt, dass ich 3 abgegeben habe, oder wie?
Achso, das hier ist Wildschweinfell und zwei Hasen. Okay, also es geht Mütze. Das hier mit einem Bisonfell und das hier mit einer Bullenhaut zusätzlich. So verstehe ich's. Okay, gut, dann stelle ich die Mütze her für $40. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber will ich natürlich haben. Ja, jetzt haben wir noch zweimal Fell. Alles klar, okay. Wunderbar. Was würde denn noch gehen? Kapitaler Hirschbock? Waschbär, Biber, Habicht. Da ist der legendäre Hirschbock. Wapiti. Legendärer Fuchs. Oh Gott, dann... Die werden auch noch zusammengepackt hier. Die legendären Tiere. Das ist ja crazy. Was braucht man dafür? Legendärer Biber, legendäres Wildschwein. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so viele unterschiedliche legendäre Tiere gibt. Haupttier. Stimmt, Puma? Ja. Legendärer Puma. Ja gut. Da arbeiten wir uns dann Stück für Stück ran, weil das haben wir alles nicht. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, bisher gibt es hier nichts, weil ich nichts habe. Und ich brauche immer perfekte Felle und perfektes Leder. Habe ich natürlich nicht. Sättel. Auch das müsste alles perfekt sein. Gegenstände. Pflanzenfresser. Köder. Na gut, sowas kann natürlich nicht schaden. Könnte ich auch herstellen, ja, aber nehmen wir mit. Haupttierköder. Waffenöl. Geruchstarnungstinktur. Machen wir auch. Okay. Jutti. Sehr schön. Dann... Oh Gott, wir sind schon über 50 Minuten unterwegs. Na, dann machen wir uns mal auf den Rückweg, würde ich sagen. Nehmen wir dich mit? Ja, wir nehmen dich mit. Und unser Pferd folgt wieder. Come on, boy. Einmal Karte, dass wir nach Hause kommen. Oh Gott, wo ist zu Hause? Boah, wie weit sind wir denn weg? Okay. Ein ganzes Stück. Das Pferd würde ich dann natürlich gern wieder... Also ich würde gern alle Pferde einmal verkaufen. Dann müssen wir immer hin und her. Das ist ein bisschen doof. Wobei, wir nehmen das eine immer... Wir setzen uns... Oh, ja, müsste gehen, müsste gehen. Okay, wir lernen auf jeden Fall jetzt diesen Part der Karte dann kennen. Das ist doch gut. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen. Der Mantau. Ich weiß gar nicht mehr, ob es immer der gleiche Trapper ist. Oder wie das genau läuft. Jetzt kommen die ganzen Tiere raus hier. Muss ich jetzt noch einmal komplett über den Berg oder einfach nur außen rum? Oh, da ist ein Lager. Oder das als gefährlich einstufen. Oh, Driscolls oder sowas. Wir reiten mal schnell vorbei. Boah, nicht da hoch. Aktuell möchte ich einfach nur zurückkommen. Und dann hoffe ich, dass ich mit den Pferden ein bisschen Geld verdienen kann. Oh, Kojoten oder was? Na gut, mit der Waffe sollte ich das nicht machen. Das heißt, warte mal. Wir könnten versuchen... Nee, nicht getroffen. Dem Lager ein bisschen Essen mitzubringen. Naja, war ein schlechter Versuch.
Aber mit diesem Pferd möchte ich eigentlich gar keine Verbundenheit aufbauen. Ich will nur nach Hause. Was haben wir da? Ein Bahnhof? Das ist aber eine andere Stadt hier. Das ist nicht die, die ich kenne. Lagert irgendwer. Auch sowas kann man gut überfallen, tatsächlich. Aber wie gesagt, jetzt will ich eigentlich nur safe ankommen einmal. Ist aber schön, dass wir hier gut was kennenlernen. Ist noch ein Hof, okay. Der sagt mir nichts mehr, tatsächlich. Erinnere ich mich nicht dran. Wir waren aber wirklich weit weg. So schnell kann man gar nicht grüßen. Krass. Da können wir heute nicht helfen. Ich hab doch gar nicht angehalten. Alles gut. Okay, hier ist freie Steppe. Ist wieder jemand zum Grüßen? Buddy? Hey, Partner? Hey, Partner? Ah, müssen wir irgendwann mal ausprobieren, rüber zu springen. Das heißt, wir können eigentlich auch gleich nach Valentine reiten und gucken, ob wir das Pferd da loswerden. Können wir auch machen. Wo sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, hier ist ein Fragezeichen. Das merken wir uns mal. Und da wäre der Stall. Oh, da hätte ich da abbiegen können müssen. Können wir bestimmt hier noch. Dass wir hier einfach rüber ziehen. Uiuiuiui. Hat gepasst. Mal gucken, ob die noch aufhaben. Also ein Stall, der macht ja nicht dicht, oder? Im Wilden Westen muss man ja jederzeit an sein Pferd ran können. Oh, Pferd hat keine Ausdauer mehr. Nicht zusammenklappen hier, ganz ruhig. Ist das schon Valentine? Ich bin mir nicht sicher. Wird sich gleich zeigen. Ah, doch, doch, doch. Das ist der Bahnhof. Ja, alles klar. Wir kommen nur ausnahmsweise mal von der anderen Seite ran, natürlich. Gut, gut, gut. Valentine, 0 Uhr 10, 3 Grad. Mhm. Bist nicht wirklich du. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist da los? Eingreifen, F. Was? Oh, Digga! Oh. Aua. Okay, plündern? Ja, komm, wir plündern. Es ist wieder Minus, oder? Der hat mich eiskalt mit dem Messer angegriffen. Oh, wir haben eine Zigarre. Kann ich seine Waffe aufheben? Nö. So, welches Pferd ist welches? Du bist, glaube ich... Ja, nicht meins. Follow me, boy. Na komm. Wir sind gleich da. Du hast es gleich geschafft. Wir haben es gleich alle geschafft hier. Bremsen, bremsen, bremsen. So, Pferdchen, du bleibst hier.
Und wir gehen da jetzt rein. Ich hoffe, das ist jetzt auch das richtige Pferd, das ich verkaufe. Wenn du deinen Sattel verlierst, kannst du ihn durch das Betreten des Stalls zurückholen. Mein Sattel ist da ja gar nicht, ne? Morgan. $4.80! Warum bekomme ich nur $4.80? Der ganze Aufriss für $4.80? Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie viel wir für die anderen Pferde bekommen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Tennessee Walker haben wir hier noch. Also wir haben 4 Boxen zur Verfügung. Das Tennessee Walker, da wir jetzt hier ein Pferd haben, können wir das eigentlich direkt verkaufen. Hau weg. Jetzt soll das hier rumstehen. Wir haben ja jetzt Herr Pferd. Pferde kaufen. Was hat er noch so? Ungarisches Halbblut. Niederländisches Warmblut. Ja, keins davon macht mich hier... Also, keins überzeugt mich. Da ist mein Pferd. Hopp. Jawoll. Hallo. Good boy. Good boy. Good boy. Na, dann reiten wir mal zurück, oder? Weil man noch eine Runde in den Saloon gehen könnte. Oh, ich wollte hier doch noch wegen nach Kopfgeldern gucken. Das wollte ich gerne schauen. Das können wir nochmal eben machen, wenn wir hier vor der Tür sind. So viel Zeit muss noch sein, oder? Kann ich hier stoppen und wir steigen hier wieder ein? Das ist auch eine Idee. Hoppala. Nee, pack mal weg. Nicht vom Sheriffbüro. Unangenehm. Komm, wir gehen mal gucken. Look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Yeah. Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? Bear? This here's a livestock town, mister. Also. Tracks delinquents and reprobates like flies. Ja, das stimmt. Mein Pferd läuft weg. I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. Okay. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Na, Heilmittel. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. The feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? $50. The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. Lebend. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Okay. Wir haben eine neue Mission. That's an important point. Alive, I got it. Alles klar. Benedict Albright. Gesucht. $50 Belohnung. Benedict Albright. Lebendig gesucht. Wegen des Verkaufs schädlicher Substanzen als Wunderheilmittel. Er ist auf der Flucht, sollte sich aber in der Nähe von Valentine aufhalten. Alle sachdienlichen Informationen oder Belohnungsansprüche sind zu richten an das Büro des Sheriffs von Valentine. Gut. Wir haben eine neue Mission. Für die nächste Runde. Für heute ist allerdings Feierabend. Boah, viel geschafft, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gern einen Kommentar da. Gern ein Däumchen und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.